ich wünsche, dass wir früh genug dann irgendwann mal jetzt die nächsten Spiele den Sack zumachen oder zumindest dann auch mehr Klarheit schaffen. Das heißt also im Grunde genommen, eine Favoritenrolle dürfte beim Schlusslicht kein Thema sein. Ja, kein Thema, aber ich meine, das ist ja so. Das heißt, wenn du zum Tabellenletzten fährst quasi oder zu Mannschaften generell, die im unteren Tabellenregionen jetzt sich festgesetzt haben, so ein bisschen, und du bist dann im Mittelfeld, hast immer Anschluss nach oben, dass du dann als Favorit gehandelt wirst. Vor allem, Alemannia ist halt Alemannia, wir können uns nicht davor verstecken und sagen, wir gehen mal dahin und machen den Kleinen, sondern wir müssen das annehmen, dahin fahren und dieser Favoritenrolle einfach gerecht werden. Wird da im Vorfeld Erntebrück vielleicht auch nochmal thematisiert? Wir haben oft genug jetzt thematisiert. Ich meine, bringt ja nichts, das immer wieder in die Köpfe von den Jungs hervorzukramen. Sie wissen Bescheid, es war ja nicht nur Erntebrück, sondern generell haben wir uns bei der einen oder anderen Mannschaft einfach schwer getan. Nicht, weil wir da nicht spielbestimmt waren, sondern weil wir einfach den Sack nicht früh genug zugemacht haben oder halt unsere Chancen besser und effektiver genutzt haben. Das war ja gegen Wegberg Beek so auch so, wo wir gewonnen haben 3-1 und im Nachhinein sagen müssen, ey, da müsst ihr auf jeden Fall ein paar Törchen mehr schießen, den Sack früher zumachen, wie ich gesagt habe. Und da muss man halt weiter lernen und gucken, diese Konzentration, diese Gier noch mehr zu entwickeln und auch die, ja, diese Enttäuschung, habe ich ja gesagt, in mehr Wut und mehr Wille zu übertragen, um dann da auch effektiver zu sein. Du wirst dir die Westfalia angeguckt haben. Die haben Hörmele viel Tore kassiert, aber die werden auch ihre Stärken haben. Ja, sie haben schon Spieler vorne. Gambino kennt jeder, denke ich mir, der auch dort spielt. Dieser Kleine vorne drin, der auch einige Tore gemacht hat und auch immer wieder einen direkten Weg zum Tor hat. Das heißt, nichtsdestotrotz müssen wir uns erstmal auf unser Spiel konzentrieren. Wir gehen davon aus, dass der Gegner tief verteidigen wird, sehr kompakt agieren wird, nachdem sie in den letzten drei Spielen Niederlagen kassiert haben und auch einige Tore natürlich bekommen haben gegen Rödinghausen, gegen Viktoria Köln, um dann dem gegen einen Riegel dagegen zu schieben, sage ich mal, davor zu schieben. Für uns gilt es einfach, das zu knacken und einfach Tore zu machen. Hinten wird Marcel Damaschek ausfallen, vorne Junior, gelb gesperrt. Wie sehen dann die Alternativen aus? Einmal defensiv und einmal offensiv. Ja, wir haben ja Matti Fiedler, der das des Öfteren gespielt hat. Wir haben auch die Möglichkeit, Lippi zurückzuziehen und dann auch Maurice Pluntke als Innenverteidiger agieren zu lassen. Da haben wir schon ein, zwei weitere Möglichkeiten. Vorne haben wir Slide Mikkels und Daniel Hammel, die beide ohne weiteres auch die zentrale Position ausfüllen können. Sollen die sich auch beweisen, vor allem Slide, der natürlich seit längerem auch auf seine Chance wartet, von Anfang an zu spielen. Ich denke mir, die Tendenz geht auch dahin, dass wir Slide auch vorne drin bringen werden. 300 Zuschauer aus Aachen werden mitreisen, die wollen gerne auch wieder Tobi Mohr sehen. Ja, Tobi trainiert ja seit dieser Woche beschwerdefrei mit und fühlt sich tagtäglich besser. Ich denke, dass wir ihn auf jeden Fall in den Kader mit aufnehmen werden. Ob es dann von Anfang an sein wird oder nicht, das muss ich abwarten und die letzten beiden Tage nochmal, was den Eindruck angeht, nochmal mir verschaffen und da im Austausch mit Tobi dann eine Entscheidung treffen.